willkommen zu einer neuen Folge Aquana TV. Nein, Pokémon natürlich. Und der Isbo ist immer noch am Start. Wir sind gerade hier beim Rewe auf der Suche nach dem wilden Bier, wilde Biers gesichtet. Und da ist auch noch ein Aquana, ein wildes. Und das finde ich immer richtig genial, wenn solche Teile da auftauchen. Hier, wir tippen es mal an. Schauen mal, wo sich das befindet. Und oh mein Gott, ich habe mich natürlich 10 mm bewegt. Deswegen ist das jetzt gar nicht mehr da. Wir laufen mal zurück. Wir fallen gleich rückwärts hier den Hügel runter auf die Straße. Ja, in der Hoffnung, dass das Aquana einfach trotzdem noch da ist. Ich laufe mal kurz darüber Richtung Seemops. Dann müsste das nochmal auftauchen. Da töten wir das nämlich noch ein. Wir waren nämlich gerade auf dem Weg nach Hause. Und da ist es aufgedacht, würde ich wohl jetzt sagen. Ein wildes Aquana. Habt ihr auch schon mal ein wildes Aquana gefangen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Das ist es. So, was nehmen wir denn jetzt? Am besten nichts. Machen es mal ganz sporadisch, ohne Beere, nur mit einem roten Ball. Boah, das schallt hier richtig. Bäm, großartig. Mal gucken, ob es drinne bleibt. Aquana, wie gesagt, damals immer noch eins der coolsten Pokémon natürlich. Als es noch keinen Gyarados gab und kein Kyogre. Richtig guter Wasserangreifer, mit denen hat man damals jede Arena runtergebatcht. Als noch 10 Pokémon in der Arena gesessen haben, sind wir immer dahin. Jeder hat einen Aquana genommen, dann haben wir draufgeknallt, weil das immer so schnell angegriffen hat. Mittlerweile, ja, sieht man eigentlich niemanden mehr großartig mit Aquana kämpfen oder irgendwas machen. Außer Leute, die vielleicht neu angefangen haben. Kann sich im Kampf noch verbessern, Angriff, kann sich sehen lassen. Ist jetzt nicht so krass, lasse ich trotzdem mal drin, verschicke ich nicht sofort. Und ihr seht, 4414 Bonbons. Eben hat der Franz in der Gruppe noch reingeschrieben, wegen dem Evoli. Oh mein Gott, 2000 noch was Bonbons. Da wollte ich meinen Penis natürlich auspacken und zeigen. 4400. Das muss auch mal sein. Und jetzt sitzt ja auch noch passend ein Aquana dazu. Deswegen heute alles im Zeichen der Evolis und Entwicklungen. So, das war's aber von Aquana und mir und von Isbo natürlich. Möchtest du noch was sagen? Nein, lieber nicht. Libanese, das war's von uns, der labert Käse. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, Fallout. Peace out. Ja, peace. Fallout, nein, Fallout. Bis dahin, peace out, Fallout, euer Ramses.